Ilja, danke schön für das Interview und Gratulation nochmal zu Male Model 2012. Meine erste Frage ist, wie ist es für dich, Male Model 2012 zu werden? Hast du damit gerechnet? Erstmal danke. Damit gerechnet, jein. Also ich habe mir doch Chancen ausgerechnet, aber wirklich ermutigt hat mich eigentlich mein Model Management dazu, dass ich es halt probiere und dass ich kandidiere. Und ich bin sehr erfreut, also überrascht war ich auch. Aber ja, also bin zuversichtlich, was jetzt kommt und freut mich eigentlich ziemlich. Wie bist du überhaupt zum Modeln gekommen? Wie alt warst du schon? Deine erste Erfahrung, wie alt warst du da? Zum Modeln, also ich habe mit 18, also privat halt mit Freunden, die an Modeschulen studieren, habe ich halt kleine Shootings gemacht, aber wirklich professionell war jetzt der Einstieg, das Österreichs nächstes Male Model 2012. Der Contest war jetzt der Einstieg, weil ich im Dezember also meinen Manager, den Dominik Wachter, kennengelernt gehabt. Und das war dann gleich der Einstieg und das hat sich zeitlich super ergeben, weil da gerade der Contest angelaufen ist und ja. Du bist der Student, Ilja. Was in deinem Leben hat einmal Vorrang? Ja, ich studiere an der FH Wien und für mich prinzipiell, also ich lege auf beides genau gleich viel Wert. Ich habe nämlich also die FH Wien bietet Auslandssemester an und das trifft sich super mit dem Modeln, weil im Ausland wirklich, also auch durch mein Model Management, wir haben vor, dass wir also in absehbarer Zukunft ins Ausland gehen und das kann ich super kombinieren, weil das einfach nichts was ist, was das harmoniert. Wie stehst du zur Model-Industrie? Glaubst du, kannst du schon abschätzen, was die guten und die schlechten Seiten des Model-Business sind? Ja, also es ist auf jeden Fall interessant. Man lernt sehr. Ich habe jetzt auch schon beim Contest auch sehr viele neue interessante Menschen kennengelernt. Und man kommt viel herum, man lernt die Welt kennen, man entdeckt viel. Es ist auch sicher anstrengend, also es ist sicher nicht jedermanns Sache. Und ich denke mir auch, dass man eine gewisse Vorbildfunktion hat und dessen muss man sich auch bewusst sein. Also. Laufsteg oder Shootings? Was würdest du bevorzugen? Ich möchte mich gar nicht festlegen, weil mir eigentlich beides genau gleich viel Spaß bereitet. Also ich hätte das sehr gerne, wenn das Hand in Hand geht. Also macht mir beides Spaß. Was sind deine Ziele für die Zukunft? Was wäre denn dein größter Traum? Ziele, ja, also viele internationale Aufträge. Ein Traum von mir wäre es eigentlich doch, irgendeine internationale Show für eine Prestigemarke zu eröffnen, neben halt Größen wie Baptiste Gabaccioni einfach als Kollege einfach.